So, und damit hallo und herzlich willkommen zu Staffel 3 des Fußballmanagers 2014. Ja, ich habe mich tatsächlich nochmal an das Spiel dran gesetzt. Wie ihr seht, alle Speicherdaten sind eh verloren. Wir gründen einen neuen Verein. Mit Mitarbeitern starten, jopp. Anzeigegehalt jährlich, das passt. Gesamtstärke und Talentsterne, jopp. Machen wir auch. Ja, wir nehmen die Standard-EA-Datenbank von damals. Eventuell ändern wir das hinterher nochmal. Aber dann schauen wir weiter. Die Datenbank. Okay. Wir spielen in Deutschland bis zur Quelle der Clubliga, Barclay Premier League. 25 Ligen werden komplett simuliert. Zusätzlich werden 16 Jugendliche. Die Rechner wird am Limit arbeiten. Das ist okay. Das können wir machen. Weiter geht's. Und hier das Logo vom VfR Aalen. Baden-Württemberg. Ach ja, diese gute Musik. Ich habe sie vermisst ein bisschen. Und natürlich der Klassiker. Ah, nee, wir machen das. Unser Nachname ist halt einfach. Nee, komm, wir bleiben bei WE. Das ist okay. Männlich. Angeblich nur 16. Ist schon süß mittlerweile. Oh, 15 angeblich noch. Mittlerweile bin ich ja 20. Es hat sich ein bisschen was getan. Deutschland, Sprachen Deutsch. Ich kann ein wenig Englisch, möchte ich behaupten. Mein Lieblingsverein. Da, Dortmund. Lieblingsverein ist Dortmund. Lieblingsspieler wie heutzutage auch immer noch. Reus. Niemals trainieren würde ich. Naja. Wir machen erstmal weiter. Das ist okay. Gesichts- und Frisur. Ich probiere mal so ein bisschen was in meiner Richtung hinzubekommen. Ja, irgendwie sowas in der Richtung. Ich glaube, ich würde tatsächlich eher dieses Outfit tragen. Größe geht ein bisschen nach oben. Gewicht geht ein bisschen nach oben. Und wir machen weiter. Nee. Wir spielen mit Privatleben und wir spielen auch mit Finanzassistent. Wir spielen ohne Finanzassistent. So. Damit haben wir unseren Manager. Und wir machen weiter. Wir starten. Ja, Carmen, genau. Im Namen des Vereins, ist aber tatsächlich der FC Green Box hier. Ja. Ist der FCG. Wir starten tatsächlich wirklich mal ganz unten Kreisliga A, wie es eigentlich auch damals bezeichnet wurde.
die Green Boxen. Der Stadionname ist das André-Gedächtnis-Stadion. Nein, schade. Einzugsgebiet. Ja, das passt. Das Stadionname, Stadionhaus, der war dann. Stadionname ist das. Stadionname ist 12. Weg. Einige Leute wissen, warum 12, aber wir werden schauen. Schreiben sollte man auch noch können. So. Was nehmen wir denn überhaupt erstmal für ein Wappen? Eigentlich was Boxiges wäre super. Da haben wir was sehr, sehr Boxiges. Farbe wird hier ein schönes Grün. Wir machen einfarbig. Wir sind etwas langweilig. Bei uns kommt kein Fußball, sondern ein Glücksklee drauf. Oder? Ja, würde ich mal sagen. Ein Glücksklee und wir können, glaube ich, auch noch ein bisschen mit einer zweiten Farbe prahlen. Und kleben uns noch ein Westfalenpferd drauf. Oder überhaupt ein Pferd. Oder gibt es da irgendwas mehr mit Bezug zu uns? Lorbeerkranz, ja, das ist so. Nee, nicht so ganz. Wir bleiben bei dem Pferd. Das finde ich cool. Das allerdings genauso wie das Kleeblatt in Lila. Das ist eine scheußliche Farbkopie. Tut mir leid. Da gibt es noch einen anderen, besseren Lila-Ton. Naja, das macht es alles auch nicht besser. Wobei doch hier dieses hier, das könnte ganz gut passen. Ja, guck mal, das ist doch gut. Da nehmen wir doch das Lila. Und wir gehen weiter. Wir spielen zu Hause mit ein bisschen Schwarz dabei. Schwarz geht immer. Rose hat dafür ein bisschen Weiß. Und die Stutzen können einfarbig bleiben. Auswärts spielen wir ein bisschen anders. Da spielen wir mit Violett. Das Hauptteil. Ne, komm, wir spielen mit weißem Hauptteil. Ja, so ein bisschen so. Auch wenn ich kein Fan von Werder Bremen bin oder so, also ein bisschen. Ja, guck mal, du, das ist doch richtig gut. Die Streifen finde ich gut. Die eventuell in Lila? Ja, das kann man auf jeden Fall machen. Die Hose kriege ich dementsprechend auch in weißen Moment. Innen kann die ruhig. Innen kann die ruhig das Lila vertragen. Auswärts. Und die wird halt auswärts auch weiß. Plus die Stützen, die bleiben in dem Standardgrün, das finde ich gut. Aber vielleicht machen wir das dann auch dann wieder grün. Das finde ich eigentlich ganz gut. Das kann man als Auswärtstrikot tragen. Das Heimtrikot finde ich irgendwie noch nicht ganz so geil. Hm.
Ach, wobei doch, das geht auch. Kapitänsbinde kriegt die Farbe gelb tatsächlich, damit ihr sich ein bisschen abhebt. Wobei Orange könnte auch gut passen. Ja, kriegt einmal die Orange. Spielername kommt nach oben in Weiß oder in Schwarz. Position des Wappens, wir können links ruhig bleiben, Rückennummer. Ja, gut, dann haben wir unser Trikot auch fertig. Wir können noch 3 Millionen investieren. Und das bedeutet, wir bauen erstmal bei uns die Haupttribüne aus. Noch ein paar Sitzplätze da. Hier noch ein paar Sitzplätze. Und hier auch noch ein paar Sitzplätze. Oh, jetzt habe ich hier was vergessen, da auf Ausbau zu drücken. Ja, gut. So. Haben wir dementsprechend jetzt halt auch schon Sitze bei uns im Stadion mit 2500. Und ich würde sagen, damit geht's dann weiter. Julian Baumgartlinger. Bestätigen wir die Gründung vom FC Gynoxia am 1.7.2013. Ist auch schon lange her. Boah. Glück befindet sich zu 100% in meinem Besitz. Ach ja. Diese schöne Musik. Also wir sehen schon, Niederaden ist dabei, Böhmerich, oh cool, Böhmerich ist dabei, Böhnen, Bechkamen und Kamen. Dann würde ich mal sagen, starten wir doch mal hier in der Kreisliga A. Naja, fangen wir an. Willkommen beim FC Gynoxia. Die Schnellspeicherung wird ausgeführt. Tolle Schnellspeicherung, die dauert ganz schön lange. Die Musik hat ausgesetzt. Ah, guck mal, jetzt geht's los. Neue Herausforderung für Sebastian W. Ja, erster Tag. Sehr schön. Willkommen beim FC Gynoxia. Mitgliedsbeiträge. Der Verein hat 3600 aus Mitgliedsbeiträgen für die neue Saison erhalten. Sie können versuchen, durch eine Mitgliederkampagne die Anzahl der Mitglieder zu erhöhen. Es ist so ein Finanzbildschirm zu erreichen. Der Verein besitzt derzeit 144 zahlende Mitglieder. Angebot von Hauptsponsor. Oh, das ist auch gut. Kalender. Wann steht denn unser erstes Spiel an? Am 31. August gegen Böhmerich. Okay. Muss ich jetzt erstmal wieder hier so ein bisschen reinfinden. Ach, ey. Zweite Mannschaft haben wir derzeit noch nicht. Oh, wir haben eine Jugendmannschaft. Hier gucken wir mal, Sebastian Stein, der kann nochmal einen Mentor bekommen. Oh, was war das denn noch? Spielerinfo. Boah, ist das alles lange her. Spielvernehmen, Spielerentwicklung, Vertragsangebot. Ja, wo konnte ich denn an? Was hier unter Details? Mentor, ja. Alexander M. Jo. Das gibt Managerpunkte. So. Aber was mir jetzt nämlich als erstes, was ich machen werde in der ersten Aufnahmepause, ich werde gleich Namen ändern. Von den Leuten, die spielen. Training, Teamdynamik. Verträge. Oh, ich muss Verträge verlängern. Das würde ich auch, glaube ich, denke ich, außerhalb der Aufnahme machen, oder? Laien, zukünftige Wechsel, Kadernominierung. So.
Vertrag verlängern. Verhandeln. Feinstroll, Temperament. Oh, machen wir nochmal. Ich verlängere jetzt, also ich mache jetzt zumindest mal meinen. Dieser Charmesenhöhler. Okay. Du bist Eikopf. Weißt du, noch nicht einen Tag gespielt hier? Noch nicht einen Tag gelaufen? Rico Lindner, unser Kapitän. Mit dem muss ich auf jeden Fall den Vertrag verlängern. So, ich mache jetzt zumindest einmal unsere Startelf. Das dauert ja alles nicht lange, das ist bloß einmal hier ein bisschen klicken. Ronald Goslar. Michael Gessner. Tim Ende. Die werden übrigens alle auch noch neue Namen bekommen. Das ist was ich halt in der nächsten Aufnahmepause machen werde. Den neuen Namen geben. Michael Stuckmann. Und Max Handke. So. Das haben wir. Transfermarkt. Aktuell nicht wirklich irre interessant für uns. Wir müssen erstmal mit unserem Team schauen, was wir hinbekommen. Wimpel, Sticker, Schal und ein Heimtrikot haben wir. Das ist sehr gut. Sponsoring. So. Hauptsponsor. Hey, komm, ich bewege mich auf die zu. Ist okay für mich. Dann kommen die 10.500 und 2.530, das ist komplett okay. Dann haben wir unseren Hauptsponsor. Namensrechte möchte ich nicht vergeben. Sponsorenpyramide. Ja, lokalen Sponsor und Bandenwerbung. Oh, cool. Oh, da. So rum war das. Können wir einmal verhandeln. Sehr gut. Und dann unterschreiben wir. Erstmal einen kleinen Schluck trinken. Und so, weil jetzt geht's in die Planung, was machen wir vor der Saison. Ja, eine Autogrammstunde können wir machen. Wie sieht das überhaupt finanztechnisch aus? Wie viel Geld habe ich eigentlich? Verein. Finanzstatus. €64.900.
Also insgesamt erwarten wir zum Ende der Saison ein dickes Minus in der Kalkulation. Das ist nicht gut. Insgesamt erwarten wir also 126.000 Euro Minus oder 137.000 Euro, 757 Minus. Eine Autogrammstunde machen wir. Im Trainingslager, können wir uns was leisten? Es ist zu teuer. 3.750. Wobei doch, wir müssen, glaube ich, ein Trainingslager machen. Ja, komm, wir machen hier im Münsterland lokales Trainingslager. Wir machen mal 5 Tage Trainingslager. Ja. Auch wenn das teuer ist. Landschaft. Ein Freundschaftsspiel. Da kommen wir hier gegen RW Alpshausen. Freundschaftsspiel. Und vor dem Trainingslager können wir auch noch eins machen. Den ersten FC Trendelburg. Das sind auch Namen, ey. So, hier im August. Ja, komm, wir machen einen Probetraining-Tag. Am 13. August machen wir am 28. machen wir eine Saisoneröffnung. Ja. Machen nochmal ein Freundschaftsspiel. Ja, nee, das ist nicht so schön. Mannschaft. Turnier, was ist denn da für ein Turnier? Wir laden mal. Wir laden mal Iserlohn ein. Na, ja, komm, fangen wir mal an mit. Rot-Weiß-Aalen. Rot-Weiß-Aalen ist ja doch schon ein vergleichsweise bekannter Verein. SV Nordkirchen. Und als Lokalderby Rot-Weiß-Bergkamp. Ja, das war auch noch. Versandhaus 13.900, das ist doch super. Haben wir noch ein kleines Turnier. Machen wir nochmal ein Freundschaftsspiel. Starke Gegner. Uelzen. Zu Freundschaftsspiel einladen. Oh, Bundesliga ist vielleicht nicht noch gegriffen. Wir schauen mal in der Regionalliga. Wir laden mal die Sportfreunde Lotte ein. Mal schauen, ob das klappt. Und damit starten wir jetzt in den Wochenablauf. Ja, bestimmt berichtet da der Kicker drüber. Boah. Jetzt kommen wieder hier diese ganzen Nachrichten. Und das war das, was mich so genervt hat. Stimmt. So, Saisonziele. Infrastruktur. Das werde ich machen. Das möchte ich haben. Und das machen wir.
möchte nicht darauf wetten, dass wir aufsteigen. So, Rico Lindner. Ah, schade. Aber wir können noch mal probieren, im August noch eine andere Mannschaft einzuladen. Mannschaft, Freundschaftsspiel. Club zum Freundschaftsspiel einladen. Komm, wir probieren es mal in der Oberliga Westfalen. Kennt man mittlerweile auch schon alle gar nicht mehr so Verbandsliga. Wir probieren es nochmal in der Regionalliga West. Und zwar mit. Na komm, bevor wir das mit den Sportfreunden siegen. Mal schauen, wenn wir Glück haben. So, dann verlängern wir jetzt mal die Verträge der Leute, die auf der Bank sitzen. Okay. So, mindestens 2 Jahre? Ja, komm. Komm, ich biete dir auch noch 3 Jahre an. Das Angebot unterbreiten wir dir. Christian Stöber, Vertrag verlängern. Maximilian Warz. Alter Vater, der wird echt ganz schön viel haben. Bieten wir ihm das erstmal an. Günther Röwe, Vertrag verlängern. Okay, wenn du nicht willst, dann willst du nicht. Sascha Jenschke, Alter. Lesen können, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Marco Goslar. Florian Forsters. So. Infrastruktur. Ne, warte, wo war das? Verein. Merchandise. Ah, so kann ich das jetzt nochmal klicken. Genau. Karriere, privater Bereich. Rekorde, Finanzstatistiken, Titelgewinner, keiner.
Ja, dann simulieren wir mal noch ein bisschen weiter. Eine Frage für Freundschaft. Ja, ist okay. Da wurden neue Verträge unterschrieben. Super. Und wir haben das freundschaftliche Sport von der Siegen. Sehr schön. Eine Vertragsverlängerung mit Dennis Eickhoff ist in trockenen Tüchern. Sehr schön. Das ist doch sehr schön. Ja, und ich würde sagen, das ist dann auch schon erstmal der Punkt, wo die erste Folge endet. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.